haben $20, mal gucken, ob wir die verdoppeln können. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's mal wieder gut. Ich befinde mich gerade in Las Vegas in den USA. Für alle, die meine letzten Videos gesehen haben, die wissen das wahrscheinlich schon. Ich habe euch auf Instagram abstimmen lassen, was ich heute machen soll. Ihr habt dafür gestimmt, dass ich heute meine Kalorien verdoppeln soll. In Las Vegas ist es ja oftmals so, dass man hier auch viel mit Glücksspiel macht. Manche kommen hier mit einem Vielfachen an Geld zurück oder mit einem Vielfachen von irgendwas. Manche kommen hier mit einer neuen Frau zurück. Ich habe mir gedacht, ich gehe eine sichere Nummer. Ich verdopple einfach meine Kalorien. Das ist ein sicherer Gewinn. Und dafür habe ich mir erstmal natürlich, wie ihr mich kennt, zwei Käffchen bestellt, um das Video zu beginnen. Und ich werde heute einfach das Doppelte an Kalorien essen, was ich sonst immer esse. Ich tracke meine Kalorien nicht oder sowas. Mal esse ich 2600, mal 3600 oder sowas. Also ich würde mal sagen, so im Schnitt vielleicht gute 3000 Kalorien. Und ich würde sagen, das Frühstück beginne ich erstmal so, dass ich mir einfach mein normales Frühstück bestelle, wie ich es mir bestellen würde. Und davon einfach von allen Sachen zwei Stück. Wir befinden uns jetzt hier gerade in einem der besten Spots zum Frühstücken in Las Vegas, und zwar in Blueberry Hill. Und hier haben wir auch schon eine riesige Karte, wo 1000 Sachen draufstehen. Ich glaube, ich werde mich hier für die Fresh Strawberry Banana French Toast entscheiden. Die, die mich kennen, wissen, dass ich mir die letzte Zeit oft bestellt habe. Also zweimal French Toast und dazu noch einen Juice. Die haben wir jetzt. Alright. Looking good. Okay. Thank you very much. Also Leute, das Essen ist da, wie ihr seht, eine Menge. Also wie ihr seht, alles mal zwei Kaffee. Hier ganz leckere French Toast mit Banane, Erdbeer und ein bisschen Schlagsahne drüber. Jeweils 6 Stück, 2 Orangensäfte. Davon halt insgesamt die Hälfte, das wäre so ein gutes Frühstück gewesen. Außerdem noch ganz kurz Werbung, Leute, an der Stelle. Denn was ich auch jeden Morgen immer nehme, ist das CBD-Öl von Koro. Das habe ich schon vorhin genommen. Ich nehme davon immer einmal 5 Tropfen in der Früh und 5 vom Schlafen gehen. Und ihr habt wahrscheinlich schon viel von CBD-Öl gehört. Das ist ja momentan in jeder Munde. Es hat auch eine antibakterielle Wirkung und ist auch entzündungshemmend. Also ich merke das zum Beispiel, wenn ich das nicht nehme, habe ich so ein bisschen verstärkt Rückenschmerzen. Und wenn ich das nehme, kann ich besser einschlafen und sowas. Also ist auf jeden Fall eine gute Sache, gerade beim Reisen, wenn man so ein Schlafproblem hat. Ich glaube, für Schüler könnte das auch gut sein, so vor Prüfungen, wenn man aufgeregt ist. Also ihr könnt das mal ausprobieren, mit meinem Code könnt ihr da 5% sparen. Das ist eh schon das Günstigste, was ich gefunden habe, weil das hat 10% CBD und das ist eigentlich günstiger als überall anders. Verdammt guter Preis und wie gesagt, mein Code könnt ihr da 5% sparen. Und ihr wisst ja, die Koro Drogerie hat eh generell ganz geile Sachen, habe ich auf jeden Fall dabei. Und vom CBD-Öl komme ich jetzt zu dem French Toast und die werde ich mir jetzt mal gönnen. Mmh. Boah, Alter, die sind asozial gut. Die sind richtig gut. Uiuiui. Mmh. Die sind richtig, richtig soft und ultra weich. Ganz schön fluffig. Ein bisschen Obst will ich immer dazu haben. Ein Orangensaft für die Mikros. Und das Allerbeste am Essen eigentlich. Kaffee Akimbo-Style. Beste. Ich glaube, ich kann mal eine Challenge machen, einen Tag lang nur vom Kaffee ernähren. Also Freunde, so, das lasse ich mir jetzt schmecken. Erste Mahlzeit, sehr, sehr geil. Guten Appetit. Hauen wir rein, oder? Aufgegessen, Leute, das Essen war echt gut. Also hier hinter mir, Blueberry Hill, kann ich echt empfehlen. Sehr geiles Restaurant, nice zum Frühstücken. Und was ihr auch hinter mir seht, ist unser Auto. Habt ihr hier auf YouTube noch gar nicht gesehen. Wir haben nämlich ein Upgrade bekommen. Wir haben nicht einen normalen Mustang, sondern einen schönen Mustang GT V8 mit 5,0 Litern. Ich glaube 450 PS. Und wir haben jetzt im Schnitt mit dem Ding nur 8 Liter verbraucht. Also der verbraucht gar nicht mal so viel. Echt geil. Aber der Sound ist noch geiler. Gebt euch das mal. Ist also auf jeden Fall eine sehr nice Karre, um in den USA ein bisschen in der Gegend rumzufahren. Und rumfahren werden wir jetzt auch, denn wir fahren jetzt rein zum Strip wieder, zu unserem Hotel. Und da sehen wir uns gleich und da gibt es die nächsten Snacks. Bis gleich. Hey, can I get two small ice in a cup? Do you have something with peanut butter? Yeah, chocolate peanut butter. Okay, then I'll take the peanut butter twice. So. Und die nächste Mahlzeit, Leute. Zweimal Peanut Butter Chocolate Ice Cream von Ben & Jerry's. Also was richtig geil ist, die haben halt hier in den USA so eigene Läden, nur von Ben & Jerry's, wo man sich Ben & Jerry's Eis holen kann. Und da darf natürlich Peanut Butter nicht fehlen. Einziges Problem, zwei so Dinger in der Hand, wird ein bisschen schwierig zu essen jetzt. Und wir sind jetzt auch mitten im Zentrum so von Las Vegas quasi, am Las Vegas Strip, wo die ganzen Casinos sind. Ich würde sagen, wir hocken uns da irgendwo drüben hin und dann können wir das in Ruhe essen, das Eis. Natürlich wieder zweimal das gleiche Eis geholt, zweimal Erdnussbutter. Noch so ein bisschen Schokoladendinger drüber. Peanut Butter geht immer, würde ich sagen, oder? Ihr müsst bedenken, Leute, es hat hier 40 Grad, also es ist ultra heiß. Willst du auch mal probieren? Ja. Könnt ihr?
Schokolade mit Erdnussbutter. Ja. Nach dem Grand Canyon fahren wir weiter nach Los Angeles, wo dann die 15.000 Kalorien Challenge für euch abgefilmt wird. Das wird dann quasi das Finale und das hier ist schon mal so, ja, das, die Übung dafür. Mhm. Da habe ich jetzt genug abgegessen, jetzt kann ich mich ans nächste Eis ranmachen, bevor das hier wegschmilzt. Ich hatte die Wahl, ob ich es in einem Becher oder in einer Waffel nehmen soll. Ich nehme es immer im Becher. Ich weiß nicht, was seid ihr? Team Waffel oder Team Becher? Also ich finde, Team Becher ist immer mehr drin, habe ich das Gefühl, als in der Waffel. Aber du nimmst in der Waffel, Sophia. In der Waffel, weil es besser für die Umwelt ist. Ehrenfrau hat sie natürlich recht. Das ist so eine Schweinerei, Leute. Das ist so ein Erdnussbutter-Ding. Ein Eis davon ist schon geil, aber zwei Eis davon sind richtig geil. Ja, ich gönne mir das Eis jetzt hier noch, dann machen wir gleich was typisch Las Vegas-mäßiges. Ihr werdet sehen, was ich meine, bis gleich. Aber davor muss ich noch mit meiner Freundin essen gehen, denn die holt sich auch was zu essen, hat auch ordentlich Hunger. Oh, ich hab richtig Hunger. Was hast du dir da geholt? Ich habe mir so Tacos geholt, die sind vegetarisch, mit Sofritas und weißem Reis und Guacamole. Und die sind so lecker, ich sag's euch, ich hatte das gestern schon zum Abendessen. Ist einfach so Hammer. Die Kette heißt Chip Bottle. Also ich bin mir nicht sicher, ob es das überall in den USA gibt. Ja, da waren wir im letzten Video auch drin. Ich war auch überlegen, ob ich nach dem Eis noch mal was Herzhaftes holen soll. Aber ich verschiebe das auf nachher, denn ich möchte nachher noch mal richtig reinhauen. Mmh. Ist so geil. Das liebst du, oder? So geil. Lass dir schmecken. Bis gleich. Vielleicht wird es den einen oder anderen von euch interessieren. Wir sind nämlich hier in Vegas im Caesars Palace. Wie findest du das Caesars Palace? Jetzt schon. Also ich fand das andere Hotel, das Bellagio, wo wir gestern Bilder machen wollen, fand ich schöner, entspannter. Ja, vor 8 Jahren war ich meinen Eltern auch schon mal in Vegas, da waren wir im Bellagio. Das hat mir jetzt im Nachhinein deutlich besser gefallen, als das Caesars gefällt. Also Caesars würde ich euch nicht empfehlen, ist viel zu groß, echt nicht geil. Uns taugt es nicht so. Ja, wo sind sie denn? Wo sind denn die Fontänen? Also hier ist ja eigentlich so ziemlich mal das Bekannteste aus Las Vegas eigentlich, denke ich mal. So diese Fontäne vor dem Bellagio. Und übrigens, Leute, wir sind jetzt noch ein bisschen spazieren gegangen, damit man noch ein bisschen, sich auch ein bisschen bewegt. Wenn man viel isst, sollte man auch immer viel sich bewegen bei einem Cheat Day. Und ich kaufe immer ganz gerne Kaugummi. Die müsst ihr mal probieren, wenn ihr mal in Amerika seid. Diese gibt es von verschiedenen Marken, die sind eigentlich immer so blau. Und die sind so mit Spearmint-Geschmack oder sowas. Womit kann man das vergleichen, den Geruch, den Geschmack? Ja, mit so Badesalz, Erkältungsbadezeug. Wie ein Erkältungsbadezeug, sagt Sophia. Die feiere ich richtig krank in den USA. Ich glaube, ich werde mir davon eine sehr, sehr große Packung mit nach Deutschland mitnehmen. Wir bewegen uns jetzt noch ein kleines bisschen. Und dann geht es auch gleich zurück zum Hotel. Ich muss ja irgendwie mein Abendessen auch verdienen, oder? Also ich habe mir überlegt, wir werden noch was Kleines probieren. Mal gucken, ob das funktioniert. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Hotel wieder. Bis gleich. Und zwar werde ich ein kleines bisschen Geld setzen. Mal gucken, ob ich damit ein bisschen was gewinne und mal schauen, was wir damit dann machen. Hier gibt es auch so deutsche Glücksspiele, Heidis Bierhaus, also total lustig. So. Wir haben $20, mal gucken, ob wir die verdoppeln können. Nicht nur Kalorien verdoppeln, auch das Geld. Ich würde sagen, wir setzen alles auf Rot oder Schwarz, was willst du? Du darfst den Teil nicht wissen. Machen wir Rot, okay, Rot. Okay, das muss ein Paradies für Montana Black hier sein, glaube ich. Gewonnen. Echt jetzt? Ja. Winning number is 712. Alles klar, Leute. Also $20 gewonnen. Aus den $20 verdoppelt. Das muss was heißen. Was machen wir mit den $20? Ich würde sagen, die spenden wir, oder? Verdoppelt. Alles klar, aus dem Caesars raus. Ich muss ganz kurz noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Sophia und ich waren gestern im Valley of Fire. Das ist eine Stunde Autofahrt von hier entfernt. Haben uns den Sonnenuntergang angeschaut. Super schön, kann ich nur empfehlen. Es ist ein State Park, der kostet $10 Eintritt. Bis gestern hatte ich nie Bargeld mehr dabei hier. Und ich hatte auch diese $10 quasi nicht dabei. Und wir standen dann am Eingang von dem Ding und da muss man diese $10 in so einen Briefkasten quasi reinschmeißen. Ich stand dann da und hab mir gedacht, verdammt, was mache ich jetzt? Und dann kam von hinten ein Asiate hergefahren in seinem Auto, kommt her, ich kannte den nicht. Dann hat er das so ein bisschen gecheckt, dass ich halt ein Problem habe, weil ich kein Bargeld dabei habe. Hat einfach gesagt, ey, yo, weißt du was? Hier, ich zahle dir die $10, kein Ding, ich schenke dir das. Da war ich so voll perplex, Digga, niemand schenkt einem einfach so Geld. Also ja, ich habe gerade $250 gewonnen. Hier, ich teile das gerne. Deswegen denke ich mir jetzt auch, komm, was soll ich mit den $20? Teilen wir sie. Wenn man Sachen teilt, hat man eigentlich die größte Freude. Und hier gibt's echt viele, viele Obdachlose. Das Gute ist, dass die hier in diese Schnellimbissbuden oftmals reingehen können und sich einfach trinken holen können. Also die sind da ziemlich lässig. Also die können sich da einfach so ein Pappding nehmen und was zu trinken nehmen. Deswegen trinken und essen, glaube ich, macht keinen Sinn. Ich gebe ihm einfach die $20 auf die Hand und dann kann er sich davon was kaufen. Was sie mit dem Geld machen, weiß man ja nie. Aber gebe ich ihm das und dann geht's für uns zum Abendessen. Für uns gibt's auch was Geiles.
So, dann haben wir diese Rechnung auch beglichen. Meine offenen 10 Dollar von gestern habe ich wieder gut gemacht. Wir packen es jetzt auf zu Shake Shack. Ich glaube, das heißt so. Das ist so eine riesige Kette hier. Und alle Leute auf Social Media posten das immer. Und ich weiß nicht, wie das ist. Das probiere ich mal aus. Hat ganz gute Bewertungen auf TripAdvisor und die machen Burger. Las Vegas ist zwar nicht ganz so unsere Stadt, aber ich muss sagen, abends hat das irgendwie schon was. Ist das schon echt cool. Für euch gibt es jetzt ein paar Impressionen und dann sehen wir uns gleich im Restaurant bei einem guten Burger. Bis gleich. Das Essen ist da, wie ihr gesehen habt. Ich habe mir zwei Shake Shack Burger geholt, oder Shack Burger heißen die, glaube ich. Einer hat ungefähr knapp 800 Kalorien, das stand hier dabei, das ist ganz cool, also 1600. Eine Portion Pommes hat nochmal ungefähr 500 Kalorien. So, alles klar, dann probieren wir das Ganze mal. Sehr schade, dass die Pommes quasi so sind und nicht normale Pommes. Aber ich habe einfach was Salziges gebraucht und jetzt gibt es hier so einen Burger mit doppelt Fleisch. Wow. Der ist geil. Ja, muss ich sagen. Also, kauft mir noch mehr als Five Guys. Richtig geil. Ich habe für diese doppelte Portion jetzt 29 Dollar gezahlt, was eigentlich für die USA echt günstig ist. Wir versuchen immer regelmäßig in so Ketten zu gehen, wie Chipotle vorhin zum Beispiel. Da spart man sich das Trinkgeld und das macht dann mal schnell knapp 20% aus. Richtig geiles Abendessen. Das könnte ich mir jetzt leider alleine, denn Sophia ist aufs Hotelzimmer gegangen. Da ging es nicht gut. Dafür schmeckt das Essen umso besser. Gegessen, Freunde. Das Essen war echt gut. Also ich muss sagen, die Burger haben mir richtig, richtig gut geschmeckt. Hätte ich so auf jeden Fall nicht erwartet von einer Fastfood-Kette. Bei den Pommes habe ich so gut wie alles aufgegessen. Den Rest hatte ich einfach keinen Bock mehr. Die haben mir gar nicht geschmeckt. Hier habe ich mir jetzt noch ein Wasser rausgelassen. Ich glaube, ich werde dann heute nichts mehr essen. War auf jeden Fall ein richtig geiler Cheat-Day. Morgen steht dann wieder ein dickes Training an, um das alles ein bisschen runter zu trainieren. Bevor wir dann aufbrechen und 5 Stunden zum Grand Canyon fahren. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Würde mich sehr freuen. Und wenn ihr es bis hier noch nicht gemacht habt, würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Dann sehen wir uns im nächsten Video nämlich wieder. Und ich verabschiede mich dann aus Las Vegas, gesättigt mit zwei dicken Burgern im Magen, einem Ben & Jerry's und French Toast. Also Leute, over and out. Bis zum nächsten Mal. Ciao.